So, es funktioniert endlich, deswegen mache ich die Aufgabe. Nicht wundern, das war jetzt letzte Meta vor Corona. Ja, also ich zeige dir einmal Endymion, Guru Control, True Draco Evil Eye, das war ein Deck von mir, das habe ich selbstständig gemacht. Alter Geist, Ancient Gear, das war halt einfach ein Fun-Duell. BA Block war auch stark, war jetzt vor BA, vor Block Emancipator und Sky Striker. Fangen wir an mit Endymion. So. Also meine Hand ist insane. So, seine Hand ist geht tatsächlich, aber der hier würde Heroes alleine rausnehmen, deswegen Gott sei Dank gut, dass ich First gehe. Na, ich mach's ganz einfach. Mit Emergency suche ich mir Solid Soldier, Solid Soldier Effect, Special Shadow Mist, Shadow Mist, na, Search Me Mass Change. Ich mach's in dieser Situation so, weil ich habe einen Fahrer schon auf der Hand. Ich brauche den Stratos Search nicht unbedingt. Ne? Ich habe ein Mill mit Celestial, also ich mache gleich, also Pharos Mill Celestial, ne? Mit Crosscry. Das heißt, ich habe schon Destiny Hero ohne Vayne zu nutzen. Theoretisch, ne, kommt Vayne halt trotzdem. Ne, machst ganz Pharos, ne? Increase, increase, dann holst du Vayne, ne? Vayne Mill, dann Malicious, dann ich weiß halt nicht, ob das ein Ding ist, eine Aufnahme bezüglich. Mit wo Malicious auf 2 war? Wieder? Weil er war eine Zeit lang, ich glaube, für zwei Bannlisten war er wieder auf 3. Der wechselt immer. Also hol dir sicherheitshalber immer drei Malicious ran. Also zwei werden immer da sein, aber ein dritter wird immer mal wiederkommen, so. Weil er nie so essentiell gefährlich ist. Jetzt kommt Phantom Knights zurück. Da gehe ich davon aus, dass Malicious auf 2 bleibt, weil Phantom Knights hat da, also Dark Warrior Spam, ist ja Phantom Knight, so. Die haben damals halt Malicious abused. Für Heroes ist das nicht schlimm. Malicious auf 2 reicht komplett. Malicious gar nicht zu haben, wäre ein bisschen scheiße. Naja, aber auf 2 ist der totally fine für Heroes. Auf 3 ist er natürlich noch angenehmer, aber das ist jetzt auch zu gefährlich für Helden, weil auf 3 hast du immer einen Plasma auf dem Feld, weil du halt immer so immer drauf gehen kannst. Du hast immer so zwei Monster und dann halt die restlichen Monster sind deine Fusionsmonster und dein Shadow Mist oder Vayne vielleicht für Plasma. Ich meine für Dark Lore. Und dann hängst du da und denkst so, ja, jetzt kann ich die nicht wegmachen. Ich will ja Dark Lore haben. Ne? Ja, auf jeden Fall gehen wir weiter. Ne, Sunrise, ne, dann halt der Channing 2. Channing 3. Guadalajara Fusions Destiny Nachdraw. Ne. Mars Chain Set, Dread Dash Emader, Fusions Destiny, gibst du noch einen kleinen Burn und gehst in die Endphase. Endymion hat dagegen keine Chance. Also Pendel hat hier allgemein gegen den Deck keine Chance. Schöner Ab. Der Effekt von Dark Lore ist übrigens nicht Hard Ones. So, und das hat mich gefickt tatsächlich, weil er ihn beschworen hat, bevor ich darauf reagieren konnte. Deswegen kann ich jetzt nicht specialen. Ist mir natürlich egal. Ich überrenne ihn. Ne? Das hier war ein Total Misplay. Ich habe vergessen, dass der schießen kann. Ne? Aber ist mir scheißegal. Damit ist nämlich der Monster Effect Negate weg und ich kann sein ganzes Board banishen. Und damit halt auch den ersten Win holen. So, Replay endet. So, dann gegen jetzt Guru Control. Guru Control ist glücklicherweise sogar noch ein aktuelles Deck. Na, das ist auch schon mal was Schönes. Ohne Numeron natürlich, ne? Jetzt spielt man das inzwischen mit Numeron Guru, aber Guru pur ist immer noch sehr, sehr stark und sehr, sehr fürchterlich, ne? Hier auch wieder dasselbe, ne? So, also nicht dasselbe, aber Solid into Stratos, ne? Wieso habe ich da kein Master Change gesucht? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ach, ich glaube, da war mindestens noch drei. Hätte ich auch besser spielen können, aber es ist Guru tatsächlich. Deswegen ist es mir eigentlich total egal, gegen was ich da spiele. Weil mein Board rennt halt durch so. Also, Guru hat keine Chance, weil Dread Decimator macht Piercing Damage. Das ist halt auch immer schön. Und damit ist er halt jetzt auch dead. So. Ne?
Weil Dreadnought Mater ist halt für Guru halt echt gefährlich, weil er halt Piercing Damage macht. Und mit Sunrise kannst du einen Field Spell schießen, dadurch muss er, weil er bei der Angriffsdeklaration macht, muss er es mit Fiendes negieren, aber dann kann er den Angriff nicht mehr blockieren, weil der Angriff nicht mehr da drin ist. Also Hidden City geht nur in der Damage Step, wenn oder war das eine? Nee, nur während der Damage Calculation. Aber da er mit Fiendes negieren muss, ist der Angriff quasi nicht in der Chain, wo er darauf reagieren kann. Hidden City muss als erste Chain kommen. Na, deswegen konnte er da zum Beispiel auch jetzt Hidden City nicht nutzen, um Guru zu beschützen. Na, auch wieder. Das habe ich mit Cold auf 3 gespielt damals. Weil ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Ah ja, ich hatte keine Ashes mehr. Ich hatte meine ganzen Ashes verbaut und keinen Bock immer das Deck umzusiden. Deswegen habe ich da in der Zeit einfach Cold auf 3 gespielt, anstatt Ashes auf 3. Würde ich jeden Hero-Anfänger auch raten, aber geht ja nicht mehr, weil Cold halt auf irgendeinen Grund Ashes auf 0 ist. So. Ich weiß es halt nicht. Ne, hier auch wieder ganz normales Play. Jetzt habe ich halt den Special benutzt für Shadow Mist, um dann den Master Change zu kommen. Ne, und einen neuen Master Change Set. Oh mein Gott, als Blitz noch auf 3 war, hattest du halt immer Dread Decimator nach Wonder Driver drauf. Das war noch viel mehr ATK. Das ist lächerlich, so wie viel ATK und das war. Das ist, guck mal, Stratos hat 3-3, Alter. So. What the fuck, so. Ja, Tedraco hat im Übrigen überhaupt gar keine Chance gehabt gegen Heroes wegen Dark Lore, ne? Wenn Dark Lore liegt, hat Tedraco verloren. Weil, wenn alles gebannt wird, ne, Tedraco war ja so ätzend top, ne? Guck mal, Dystopia 8-1 tot. Ne? Alter Geist. Alter Geist! Noch ein aktuelles Deck. Du spielst es noch eigentlich genauso wie vorher. Ne? Tatsächlich hat er eine gute First Hand. Ne? Go Second. Ist sie dann auch nicht bad, aber nicht gegen Heroes, weil. Heroes ist schön. Da siehst du, und jetzt, ja, Monster Reborn. Ach, schön. Schön. Der Stratos searcht mir. Tatsächlich hätte ich da jetzt auch eigentlich Dingens machen können. Auch ein Plasma, aber war nicht so nötig, persönlich. Ich bin auch tatsächlich kein Fan von Plasma. Ich hole den halt nur rein, nur raus, um Leute zu trollen. Ja, auch jetzt halt, Alter Geist hat keine Chance gegen sowas. So, Alter Geist ist halt danach Instant-Lose, so. Guck dir das an, so, der hat. Ja, du müsst halt 2-7, so. Ja, ist halt GG. Na. Da war halt, wie gesagt, Malicious noch auf 3, also kannst du immer Dread Decimator wegdenken. Dread Decimator existiert nicht. Einfach. Der kommt halt nicht aufs Board. Na, aber sonst sind die Kombos halt extrem gleich. Na, Standard-Fares-Kombo, ne? Wieso habe ich. Ach ja, stimmt. Ich weiß wieder warum. Ich weiß wieder. Ne? Schön, wa? Ist schon alles sehr, sehr schön. Hätte ich das Sunrise nicht geholt, hätte ich mit damit Sunrise Zero nicht geschossen, um seinen großen Golem zu zerstören, hätte ich da, by the way, sogar verloren. Ich musste das tatsächlich so machen. Aber Bane. Bane, go for the win. So. Ja, Bane macht einfach Total Board Wipes. So, der gewinnt halt Duelle für dich. Alleine. So.
Der kann dich halt immer wieder zurückbringen, so. Das ist so lächerlich. Also Call of Duty auch aufs Deck an, ne? Omni-Negate-Boards ist das zum Beispiel egal, so. Ist halt witzig mit Dark Ruler, du aktivierst Dark Ruler, dann hat kein Monster mehr als 3000. Und dann kommt Bane und der schießt alles weg. Ne, weil die meisten Monster, die derzeit über 3000 haben und die gespielt werden, dann wäre ja zum Beispiel Palooza, Savage, Dragoon, ne, das sind so die Monster, die über 3000 besitzen. Aber, ne, die haben die mehr als 3000 durch ihre Effekte. Sonst haben die gar nichts. Ne, also Palooza hat 0, Savage hat genau 3000 und Bane schießt alles, was genau die gleiche ATK hat oder weniger. Ne, hier BA Block als Gegner, also Cherubini Turbo. Ist halt der Vorteil, Darklore tut Combo-Decks alleine legen, weil Combo-Decks spielen übers Grave. Und ja, das war ein Missplay tatsächlich. Der hat das Sunrise nicht angegriffen, hab deswegen geschossen. Ne, vergessen aber tatsächlich sehr viele Sunrise anzugreifen. Also, ne, weil ist halt einfach so. Was soll man da sagen? Leute vergessen das ja oft. Genau wie Leute vergessen, dass ich habe letztens mal im Local gespielt gegen den größten, also den deutschen Headcharge, also der Headcharge Nummer 1. Habe ich auch gewonnen. War witzig, die hat mein Darklore angegriffen, ne? Die hat da Spiral gespielt, als Magician Souls rauskam. Halt war T1 halt. Und der hat gegen mich verloren, weil die vercheckt hat, dass ich mir Honest gesucht habe. Die wusste es, hat angegriffen, ich schmeiß Honest. Ich guck die so an, ich so, Martina, du wusstest das. So, ja, ich hab's für den Moment vergessen. Ich so, ja, Pech, ne? Und damit habe ich halt gewonnen, so, weil danach bin ich einfach reingerannt, so. Na, aber die hat versucht, meinen Darklore loszuwerden, aber hat vergessen, dass ich halt Hornets hab. Und Hornets ist halt geil, weil Darklore sorgt dafür, dass die Leute nicht an die Gates reinkommen, meistens. Na, weil dafür muss man mit Grave spielen in der jetzigen Meta. Und Hornets ist halt während der Damage Step, das heißt, nur Effekte, die nur annullieren und zerstören, ne? Funktionieren, also die Aktivierung annullieren. Nicht die, die den Effekt annullieren, sondern die, die Aktivierung annullieren. Ganz wichtig. Damage Step, also Honest, oder allgemein in der Damage Step können nur Karten aktiviert werden, die etwas annullieren. Die extra stehen, das geht in der Damage Step. Oder ATK Push. Na, aber die müssen den Effekt annullieren. Ich meine, die müssen die Aktivierung annullieren. Effekt annullieren reicht nicht. Du musst wirklich die Aktivierung annullieren. Ne? Karten, wo steht, annulliere den Effekt und zerstöre diese Karte oder annulliere den Effekt allgemein, können in der Damage Step nicht genutzt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, Beispiel, Sangern wird zerstört, wird durch Kampf zerstört, er darf was suchen. Ja? Dann darf der Gegner keine Ashe drauf schmeißen, weil der Effekt der Kampfzerstörung ist am Ende der Damage Step. Er landet gerade auf dem Friedhof. Ne? Damage Step besteht aus 5 oder 6 Phasen. Ne? Angriffsdeklarierung. Ab der Damage Step 1 Phase. Angriff wird abgecheckt. Damage Step 2 Phase. Ist ATK und Death Berechnung. Damage Step 3 ist dann die Zerstörung der Karte. Damage Step 4 ist Life Points verlieren. Also die Kalkulation. Damage Step Phase 5 ist die Karte auf dem Weg zum Friedhof. Damage Step 6 ist Karten, die einen Effekt nach der Zerstörung bekommen. Durch Kampf. So, das ist die letzte Damage Step Phase. Während diesen 6 Phasen, ne, das ist ein bisschen kompliziert, aber während diesen 6 Phasen kann zum Beispiel nur etwas aktiviert werden, was die Aktivierung einer Karte annulliert. Ash zum Beispiel sagt explizit, annulliere den Effekt, ne, wenn eine Karte was sucht. Ja, darfst du diesen Effekt annullieren? Das geht in dieser Hinsicht, geht das nicht, weil es den Effekt annulliert, aber nicht den Karteneffekt. Also es annulliert nicht die Karte, sondern es annulliert nur den Effekt. Ne, solange die Aktivierung nicht annulliert wird, darf er sowas nicht meistern. Das heißt, er muss eine Appaloosa benutzen, weil die sagt, annulliere die Aktivierung der Karte. Savage, annulliere die Aktivierung der Karte. Dragoon, aktiviere die Annullierung der Karte. So, das geht. Ne, aber annulliere den Effekt einer Karte, die den Kartentext beinhaltet, dass eine Karte vom Deck auf die Hand genommen wird oder vom Deck auf die Monster oder vom Deck spezialbeschworen wird. Das funktioniert nicht. Das heißt, Sangan Search würde zum Beispiel durchkommen. Ja, ist jetzt bei Heroes eher selten der Fall, ne? Außer Shadow Mist wird im Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt, ne? Dann triggert sie halt. Und da kann zum Beispiel keine Ashe kommen. Nur ich hoffe, ich hatte das da ein bisschen. Ich habe dir jetzt da ein bisschen was erklärt. Ich bin ein bisschen müde, deswegen konnte ich jetzt nicht so gut darauf achten, was ich da genau sage. So.
Und ja, da waren natürlich auch im jetzigen Vergleich natürlich auch ein paar Missplays. Ich hätte auch anders spielen können in ein paar Situationen. Und das war halt damals auch, aber ich glaube, das war. Ich glaube, das war mein achtes Deck an dem Tag, was ich aufgenommen habe für den YouTube-Kanal, weil ich total vom Zeitplan hinterherhing. Und also damals ein Kollegen, der macht jetzt das nicht mehr, der macht jetzt auf seinem zweiten Kanal Pokémon Let's Plays und Stream und Best of Streaming Scheiße. Und ja, da war ich halt übelst Braindead und habe das halt so gespielt. Und das war meistens bei, ich glaube, bei den 6 Duellen war, glaube ich, nur ein Duell, und das war Ancient Gear, wo wir mehrmals eine Rematch mussten. Nicht, weil ich verloren habe, sondern weil der Ancient Gear Spieler eine schlechte Hand hatte. Ja.